Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Flugsimulator. Heute mit den Piloten Christian, Peter und Sepp. Hallo. Wir werden uns heute in einen Kampfflieger begeben, in die FA-18EF Super Hornet. Und werden damit versuchen, auf dem Flugzeugträger hier über mir zu landen. Gibt's da ein paar Punkte-Sachen, richtige Anflughöhe, richtige Leine treffen und so. Werden wir aber gleich alles sehen, denn wir haben 15 Minuten Zeit, einen Highscore für uns zu setzen. Und dann sehen wir uns in 15 Minuten wieder und gucken mal, wer sich am besten geschlagen hat hier. Viel Spaß. Gleich. Timer, 15 Minuten. Oder war zu früh? Den mach ich nochmal, wenn die Ladezeit vorbei ist. Sepp, kannst du dich mal bitte richtig muten? Okay, ab geht die wilde Fahrt. Okay, kann ich scheinbar nicht. Timer, 15 Minuten. Okay, ja, also meine Zeit mit dem Flight Simulator ist jetzt schon ein bisschen her. Oh, ist das hübsch. Ist das hübsch. Guckt ihr euch an. Oh Gott, wir haben Schräglage. Okay, da vorne ist dieser Flugzeugträger, auf dem wir landen müssen. Ich finde das ein bisschen krass, denn ehrlicherweise fände ich schon eine Herausforderung, überhaupt zu landen. Oh, jetzt sind wir zu langsam. Ich bin gerade unsicher, auf was ich die Engine stellen muss. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Wir haben Dreck geschafft! Ohne zu sterben! Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ich habe direkt 283.000 gemacht. Und hab damit zumindest Maxi geschlagen. Ja. Okay, Sebastian hat das schon mal im Stream gemacht mit 1,4 Millionen. Dann sind 283.000 vielleicht nicht perfekt. Aber wir haben es direkt geschafft. Sichtweite ist 72 Nanometer. Das ist aber ganz schön wenig, oder? Wieso machst du nicht breiter? Bereit zu fliegen. Auf geht's. Ich fliege übrigens mit dem Pad, weil ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Ein Hotas wäre mir zu kompliziert. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Wirklich gar nicht. Maverick war ein super geiler Film fürs Kino. Wer den im Kino verpasst hat, hat echt was verpasst. Alter Schwede, der... Okay, also der linke Stick ist so unfassbar sensitiv, was Bewegungen angeht. Ich habe das Gefühl, ich bin zu hoch. Clara, you're high. Ja, weiß ich, dass ich high bin. Also... Ach, Klappe halten! Wie war's denn? Sie wurden von der Start- und Landebahn gewunken? Dann hätte doch noch 1A funktioniert. Ich komme runter, ziehe hoch und lande. Er hat einfach keine Ahnung, da der Typ. Was soll denn das? Oh, 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 ich bin zu schnell. Gas wegnehmen. Ja, noch ein bisschen weniger Gas. Alter, das wackelt aber auch wie deine Mutti gestern Abend. Ah ja, das machen wir. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hä? So hoch. Hoch, hoch, hoch. Fuck, scheiße. Mann, Alter, so bist du Nubbel. Ja, ich bin bereit zum Fliegen. Wieso muss das denn dann immer neu geladen werden? Okay, bis wir jetzt da sind, das dauert ja ewig. Ich kann ja noch mal ein bisschen Gas geben. Und wir sind immer noch zu schnell. Das ist viel zu schnell. Oh Gott. Kann ich mehr bewegen? Kann ich mehr bewegen? Okay, hat nicht funktioniert. Sie wurden von der Stadt in. Ja, okay. Jetzt muss ich wieder neu laden. Okay, vorher Gas geben, glaube ich, keine gute Idee. Ja, das Ding zieht aber auch die ganze Zeit nur nach oben. Das ist ja schrecklich. Kommen wir zu steil rein. Ach, scheiß auf zu steil. Clara, you're high. Ja, danke schön. Warum heiße ich Clara? Warte mal, ich bin immer noch zu hoch. Das sieht mir aber nicht so aus, mein Freund. Bin ich immer noch zu hoch? Da! Die haben ihr Fahrwerk beschädigt. Ja, ich war nicht zu hoch. Ich war nur zu spät. So, das sieht gut aus. Jetzt wird das mal endlich Punktlandung. Und... Fuck, Mann, ey. So eine Kacke.
erstmal Koks ziehen. Wie soll ich denn den Speed richtig halten? Das ist ja Millimeter-Shit. Das heißt Board. Oder Hold. Ja, ja, deine Mutter ist ein bisschen high. Auf fucking Crystal Mess ist die nämlich die ganze Zeit. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, das wird übel. Oh! Wie kritischer Schaden? Was? Ich verstehe. Was? So, ich habe noch 11 Minuten und 3 Sekunden. Okay, weil wir hier. Hier, pass auf. Wir machen das jetzt richtig. Sogar noch eine Highway to the Danger Zone Rolle. Ja. Hochziehen. Das mochte das Flugzeug aber so gar nicht. Was ist denn jetzt? Was stimmt denn jetzt mit dem Flugzeug nicht? Okay. Wir sind ins Wasser gestürzt. Ja, ja, es sieht gut aus. Und jetzt die Leine. Ja, wie beim Engling. Oh Mann, Alter. Und einen fetten Köpper. Was bist du für ein Kacknoob? Oh, shit. Verhungert. Scheiße. Hey, wieso habe ich das nur einmal geschafft? Was ist denn das für ein Scheiß? 500. So langsam wird das knapp. Ich bin immer noch zu hoch. Ja, danke schön, aber also langsam schaffe ich das nicht mehr bis zum Träger. Scheinbar hat geklappt. Das war unverhofft. 100.000 Punkte. Ach, das ist ja voll blöd. Hier siehst du ja direkt schon, wer wie viel geschafft hat. Okay. 1,4 Millionen. Ja, moin, Sepp. Und 2 Millionen. Ja, das kommt gut. Ja, jetzt aber mal richtig ranleinen. Ja, Gas weg. Nein. Nein, was bin ich für ein Kackenhub, Alter? Wieso reicht das jetzt schon wieder nicht mehr, die 33%? Wieso reichen die nicht? Wieso reichen die nicht? Die haben mich doch bis hier getragen. Wieso reichen die nicht? Wieso reichen die nicht, Mann? Okay, 33% sind für den Anfang gut, aber dann komme ich nicht weit. Irgendwann werde ich dann einen Abgang machen. Starr, starr. Oh ja, das sieht gut aus, starr. Ich habe deinen starren Blick. Ich starre ihn, Rüdiger. Du bist so tief. Nein! Steigen, steigen, starren, starren! Gas weg, ja, sowas. Butterweich! Butterweich, wie auf dem Brotaufstrich. Geht doch! Ja! Mega, Alter! 800.000! Geil! LOL! 38% wirkt ganz gut. Ja, rechts. Schmecht's. Ein bisschen langsamer werden. What? Oh wait, habe ich den rechten Trigger gedrückt, ich Dulli? Oh shit, das sah so aus, als hätte ich den rechten Trigger gedrückt. Oh, das war dumm. Oh, der Anflug war ganz nice. So was Punkte angeht. Jetzt bin ich wieder viel zu hoch. Das kann doch nicht. Bolter. Okay, Bolter heißt, ich habe das Seil verpasst, scheinbar. Ich habe zu viel Angst, Höhe zu verlieren. Ja. Deswegen. Ja, ich habe Gas gegeben. Ich wollte bremsen. Oh, das war nicht smart. Das war nicht smart. Hey, ich habe wieder Gas gegeben, Ichduli! Ich habe wieder Gas gegeben! Mann! Was stand da auch irgendwas mit Co-Piloten? Mann, ich habe wieder Gas gegeben. Ich wollte doch bremsen. Oh.
Da bin ich zu sehr auf der Decke knallt. Also der Flugzeug möchte die ganze Zeit nach oben ziehen, wie bekloppt. Und deswegen bin ich dann am Ende zu hoch und muss dann, so gesehen, schnell nach unten drücken, damit halt... Also du eigentlich musst du nach unten drücken, damit die Nase hochkommt, aber auch direkt wieder hochziehen, damit du ja nicht mit der Nase da drauf bollerst. Sondern der Fanghaken ist da hinten. Ja, da ist der Haken. Ich war schon wieder zu hoch. Ich komme immer zu hoch da rein, das gibt's ja nicht. Oh, ich habe nur noch 13 Sekunden, das ist ja belastend. Da ist mein letzter Try. Ah, das ist ja belastend. Das fand ich gut. Aber ich hab's halt am Ende, ich krieg wieder den 50% Malus, weil ich den nicht verstanden habe. Aber immerhin 309.000. Hören wir doch mal bei den anderen rein. Ich verstehe nicht. Als wenn du am Ende einfach so ziehen sollst. 2 Minuten noch. Ah, wieder verpasst. Ich war die ganze Zeit zu niedrig und plötzlich musst du so hochziehen. Nee. Ja, blöd. Nicht geschafft, auf dem Deck zu landen. Ja. Das sieht gut aus, ja. Richtig reinschaukeln. Turbulenzen, aber... Yes! Erste Line gezogen! Yes! Oh, fast mit dem Flugzeug daneben noch gecrashed. Puh, aber das safe? 500.000? Alter, so viel hat man ausgekostet, aber... Alter, 500.000 ist schon ganz schön nice. Aber geht besser. Ich bin gespannt, was die anderen hatten. Gucken. Also... Okay, das war ein wilder Ritt und ich habe nochmal nachgeguckt. Christian ist, wenn er wirklich im Cockpit geflogen ist, hat der einfach Schwierigkeitsgrad extrem gemacht. Bist du dem auch treu geblieben? Weil du hast nicht so eine, sage ich mal, Hilfsanzeige ganz groß oben präsent, wie denn deine Flughöhe gerade ist. Doch, klar. Echt? Hattest du? Ja. Okay, dann ist also gut. Also die ganz normalen Anzeigen. Hat mir aber trotzdem nicht geholfen. Okay. Ja, also ich habe die ersten 5 Male, bin ich auch eiskalt immer aufs Flugzeug gecrashed. Ich glaube, Milliardenschaden. Wie sah das bei euch so aus? Ich bin total bescheuert. Der zeigt immer an, du bist zu hoch. Ja. Und dann sollst du kurz vorher, also kurz bevor du auf dem Flugzeugträger bist, geht der richtig krass runter. Und das hat mich jedes Mal gekillt. Ich glaube, also ich habe es insgesamt nur einmal geschafft, diesen irgendein Seil da mitzukriegen. Ah. Okay, das heißt, du hast einmal Punkte, das ist doch schon gut. Ja. Ich hab's zweimal geschafft. Mein erster Try und mein letzter Try. Dein erster Try war direkt Punkte? Dein erster Try war direkt Punkte, ja. Okay, wild, Peter. Und mein bester Try waren dann 309.000. Okay, 309.000 ist auch schon nicht verkehrt. Ich hatte 102. Ich hab 800 bekommen. Aber auch nur 800 Punkte nur, das ist aber schwach. 800.000 Punkte, ach so, weil ich das dritte Kabel lucky getroffen habe. Weißt du, das ist, also eigentlich ist das ja random, welches Kabel du triffst. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du abschätzen kannst, welches Kabel du triffst. Ja, wenn du früh genug landest, also wenn du früh genug mit dem richtigen Winkel da reinkommst, triffst halt auch das erste, aber. Genau, also, aber das gibt am wenigsten Punkte. Ich habe die Kabel nie gesehen. Ich war einfach immer happy, wenn ich überhaupt nicht explodiert bin. Ja. Ja, habe ich irgendwie nicht gesehen. Okay, ja, ich würde sagen, schade. Nachdem wir jetzt am Flugzeugträger gelandet sind, gehen wir jetzt zu einer weiteren Herausforderung und werden mal eine Tiefflug-Challenge mit der F-18 machen, so wie es auch in den Filmen ist. Oh, es geht direkt los? Timer, 15 Minuten. Wie schnell, muss ich Fullspeed machen? Oder wie löppt das? Bisher habe ich 0 Punkte? Doch, ich habe Punkte. Ah! Gottes Willen.
Willen, Alter. Sorry für die Schreierei. Das ist echt. Junge! Oh, ich hole hier richtig Punkte, Junge. Oh. Wait, aber da vorne ist so ein Berg. Das ist ein potenzielles Problem, oder? Wie früh muss ich ihn hochziehen, wenn da so ein Berg kommt? Ich zieh mal hoch besser. Das ist dann doch zu gefährlich. Oh, wie komme ich direkt wieder runter? Ich weiß nicht, wie ich direkt wieder runterkomme. Ja, das war nicht so gut. Das habe ich auch mitbekommen. Kann ich denn langsamer werden? Ja, ich könnte langsamer werden, aber ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich will lieber Vollspeed fliegen, glaube ich. Aber wieso? Wieso fliegt der so komisch? Auf so komisch zu fliegen! Okay, der Berg ist aber auch übel. Komme ich denn runter? Lol? Wieso war da ein anderes Flugzeug? Ich bin nicht gut runtergekommen. Das hat mich nochmal richtig Punkte gekostet. Das ist doch beschissen. Aber zumindest ein paar Pünktchen gesammelt. Ich lade 3/4 der Leiste instant und das letzte dann brauche ich 5 Minuten für. Okay. Also. Zeit läuft. Yo. 3, 2, 1. What? Okay, da ist das Ziel. Hä, aber... Abschnitt 2. Zu tief! Ey, ich muss einfach nur da ins Ziel? Oh, das ist schwer. Hochziehen! Hochziehen! Hä? Wie soll ich denn... Oh, weia! Oh, weia! Das wird krass! Das wird krass! Hoch, 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 hoch! Nicht so hoch. Tiefer. Tiefer. Dann wird nichts. Oh, Sole mio. Da, 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 da. Oh, ich dachte gerade, ich bin schon wieder da reingescheppert. Okay, ich bin dreimal abgestürzt, habe aber trotzdem B. So, hä? Okay, nochmal. So, let's go, Leute. Jetzt machen wir mal richtig geile Punkte. Richtig schön tief fliegen. Turbulenzen gibt's heute nicht. Heute gibt's nur Crazy Land. Oh, da ist der. Da ist der NPC neben mir gespawnt. Aber ich bin besser. Ich fliege einfach einen anderen Weg. Mega geil. Guck mal, wie nice das aussieht. Grafisch einfach insane. Oh, shit, 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 shit. Strömungsabriss oder was soll das sein? Easy game. Als ob ich noch nie was anderes gemacht hätte. Ja, immer schön tief über die Kuppe. Yeah! Und jetzt machen wir ganz schön... Was machst denn du da? Oh, oh. Da waren sie. 9G. Ich glaube, ich kacke ab. Nein. Haja. Haja müde. Wo ist mein Teddy? Okay, okay. Wir müssen die Kurve fliegen. Keine Ahnung warum. Ich bin dumm. Da geht es eigentlich gar nicht rum. Aber... Lass einfach weiter sturköpfig die Route fliegen, die du fliegen möchtest und nicht die das Spiel vorgibt. Aber hey, das gibt auch nicht mehr Punkte. Aber die ist schöner. Die ist einfach schöner. Am Fluss entlang. Ich mag die. War schön. Und da vorne ist das Ziel. Das könnte ein richtig geiles Ding werden. Nochmal verbessern. An der letzten Marke. Schön tief. Schön tief. Und...
Alter. Das war knapp. Uiuiuiui, das wäre fast abgekackt worden, aber da war ja Ende. 1,3 Millionen. Ah, ja, nicht zu viel hochziehen, nicht zu viel hochziehen, Peter. Alles gut. Es kommt halt alles immer verspätet, ne? Es hat keinen Vergleich mit anderen Fahrzeugen oder so, auch bei den Geschwindigkeiten natürlich. Alles ist verspätet. Gas geben, Kurven fliegen, hochziehen, runterziehen. Kommt alles immer mit Delay und deswegen hochziehen, 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 aber auch nicht zu viel. Und jetzt, ja, ich hätte schon wieder früher runterziehen können. So, hier verzichte ich jetzt mal darauf, super weit runter zu gehen. Damit ich hier hinten wieder besser runtergehen kann. Naja, das kostet mich Punkte, aber das ist mir egal. Jetzt kann ich hier nämlich leichter nah am Boden sein. Als ob mir da trotzdem Minuspunkte gibt. Leck mich doch. Das ist gar nicht so scheiße. Runter, 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 runter. Runter. 1429 könnte unser bester Try sein und ich habe noch 5 Sekunden, also kriege ich auch keinen Man. Also das könnte unser bester Try sein. 1429. Okay. Oh, das könnte knapp werden. Boah! Ich hab Schnee mitgenommen! Höher, Daddy, höher! Was ist denn jetzt los? Kurz ohnmächtig geworden, kein Problem. Gas, mehr Gas. Oh, Bäume. Boah. Okay. Scheiße, ich komme an Peter einfach nicht ran. Ja, schade. Zeit vorbei. So, wir haben uns jeder 15 Minuten gegeben in dieser Höhen-Krass-Kurs-Challenge. Und ich muss sagen, ich glaube, ich bin bei keinem Versuch nicht gecrashed oder in Ohnmacht gefallen. Wirklich? Ich fand das total abgefahren, da das scheißegal ist, ob du crasht. Ja, genau. Das ist halt so wild, weil dann fliegst du gegen den Berg, spawnst du neu. Ich weiß nicht, ob das negative Punkte gibt, aber weißt du, also mein besten Versuch Zeit doch, oder? Meinen besten Versuch hatte ich, da bin ich, glaube ich, 4-mal gecrashed oder so. Ja, okay. Ach, krass. Ja, weil du immer richtig hart am Limit geflogen bist wahrscheinlich. Ja, genau. Also, ich bin auch nie die Strecke geflogen, die vorgegeben ist. Also, am Ende sieht man ja, wo man rumfliegen soll. Bin ich nie rumgeflogen. Am Ende siehst du bei den Streckenabschnitten sozusagen, genau, wo der Geist lang fliegt. Genau, wo der Geist lang fliegt. Wo dein Geist lang fliegt, weil du da vorher lang geflogen bist. Nee, ich dachte, das wäre der NPC-Geist. Das ist der NPC-Geist. Gegen den du antrittst. Das wusste ich natürlich. Da bin ich halt nie rumgeflogen. Also, es war echt, der war irgendwann weg und dann, weiß ich nicht, ja, egal. Also, ich habe schon mal mehr als 1 Million Punkte. Yes. Ja, habe ich auch. Okay. Mehr als 1,2 Millionen. Yes. Ja, habe ich auch. Okay, mehr als 1,3 Millionen? Yes. Ja, hast du auch. Mehr als 1,387 Millionen? Ja. Nee, ich bin Dritter. Wie viele Punkte hast du? Das lässt sich immer spoilern. Ich habe mir das extra noch nicht angeguckt. Ich habe mir das auch extra nicht angeguckt. Ja, das steht da halt in groß, Peter. Also, ja, ich habe extra nicht hingeguckt. 1,375 Millionen habe ich. Okay, oh, Sebastian. Alter, war das mega knapp bei uns. Ja, ja. Alter, okay. Bei Peter, wie viel hast du gegönnt? Ich habe über 1,4. Okay, das ist stark. Aber Peter ist vielleicht auch die richtige Route geflogen. Naja, wenn ich mir das gerade vor mir so angucke, würde ich das nicht unbedingt sagen.
Okay, ja, 1,429164 Punkte. Also Millionen. Also. Also Peter hat hier einfach ja, seinen Arsch auf Grundeis fliegen lassen, weil er ist am gefährlichsten geflogen. Und das war mal wieder eine Flight Simulator-Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns wissen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.